Hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends mit mir, dem Yugi Freak, wie immer von The Gamer Brothers, ne? Und ja, ich habe mich heute für Sevilla entschieden. Ha, eigentlich musste ich mich für Sevilla entscheiden, weil ja, also ich habe keine andere Rolle bekommen. AD Curry musste ich jetzt gehen. Und ja, ich warne euch schon mal vor, ich habe jetzt eine Woche nicht gespielt, weil ich hatte andere Spielbeschäftigung und ja, jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen außer Form. Aber dann habe ich Sevilla genommen, weil die hat ja jetzt auch eine Überarbeitung bekommen, wahrscheinlich schon länger, aber ich weiß nicht, wann die bekommen hat. Ja, und dann habe ich die jetzt einfach mal genommen. Unser Team, Richterspruch Kale hier, sieht man, supportet mich. Und ansonsten, ja. Das sieht eher aus, die sieht hier eher aus wie eine Caitlyn, finde ich. Hexerei, Nidalee. Den Skin habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber der ist cool. Wenn die jetzt da im Spiel auch so ein Besen mal wirft, dann ist das bestimmt witzig. Aber, das weiß ich nicht. Und, ja, warum habe ich jetzt UTM gesagt? Das weiß ich auch nicht. Adel 33. So, die haben Aatrox, das ist unangenehm für unseren. Ja gut, Master Yi, wo ist. Ja, da, Master Yi. So. Wir müssen eine Chance haben. Also, wenn die Gegner schlecht sind, dann gewinnen wir natürlich, ne? Also. Ja, und 93%, die Nami, alle warten auf die und dann geht's auch schon los. Als erstes werde ich die Q leveln, das ist ja diese komische Boomerang-Attacke da. Und ich hole mir eine Dorans Klinge mal, habe ich mir vorgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ja gut, bevor ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, ob dieses Pre-Season-Update schon drin ist. Ich glaube nicht, aber ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, wie gesagt. Es existieren ja auch schon Videos auf YouTube mit den ganzen Ward-Verbesserungen, mit der Rolle des Junglers, des Supporters. Wird alles interessanter, ausgewogener und ja, Dorans Klinge, ein bisschen nicer den Sound, obwohl der müsste ja noch eigentlich, ja, er ist noch so wie letztes Mal eingestellt. Ja, ist schön, wenn alle tot sind, weil sie ja jetzt richtig, na gut, jetzt hakt das gerade so ein bisschen, aber die sieht jetzt richtig gut überarbeitet aus. Jetzt merkt man auch, dass da mal ein paar mehr Pixel drauf sind. Oder Polygone, ne? So heißen die ja. Vorher waren vielleicht 10 oder so. So sah es auf jeden Fall aus. So, wie sieht Richterspruch Kale aus? Ne, ist noch nicht das Update. Jeder hat 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Aber die Dings sind noch 60 Mana. Also kann man sich Mana gewinnen. Hat ja keine Kosten, aber 33, 22 Sekunden Abklickzeit. Reichtum ist mein Ding. Reichtum ist mein Ding. Ja, ping ruhig da mal. Ich ping hier auch. Helden bleiben hungrig. So. Ja. Loyalität wird nicht verdient. Ja, du sagst es. Was machen die da? Haben die schon den Blut? Nee, der spawnt ja jetzt erst. So, bei 1,55. Ja, das soll ich nicht vergessen. Ja, du hast nur schöne Klingen, muss ich dazu sagen. So. Nein. So. Ich war gerade in einer Konzentrationsphase, das tut mir jetzt leid.
Wenigstens kann ich den mal zusetzen, wenn auch nicht sehr hart. So. Also bis jetzt haben wir die unter Kontrolle, würde ich mal sagen. Jetzt die falsche Attacke. Ja gut, das geht auch. Ach ja, okay, ich kann mich heilen. Das ist angenehm. Boah, gut, okay. Guter Flash. Nein. Scheiße. Na gut, dafür haben wir wenigstens die bekommen. Das war dann nicht ganz so schlecht. Weil es war gerade so ein bisschen dumm aus, wie wir da hinterher geportet sind. Tristana ist nicht gestorben, weil ich zu unfähig war, die anzuklicken. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, außer Form. Eine Woche nicht gespielt. Oh nein. So, aber Vasallen halte ich noch relativ gut mit. Ah, die Tristana ist wieder da. Sie ist sogar schon Level 2. Die auch. Ich hoffe, der Dings hat mal Wards dabei. Ah ja. Hat er ja gesetzt. Hab das nur nicht gesehen. So, danke für die Mana. So. Hier ist mein Gold. Ja, mein Gold. Gut. Gut, dass du auch immer triffst. Nein. Oh. Was macht denn der Support? Ja gut, der hat mir 2 Kills ermöglicht. Ah, der hätte auch sein Leben retten können. Naja. Wenn die wiederkommen, bin ich weg. Die Frage ist, was hole ich mir als erstes? Erstmal Schuhe, würde ich mal sagen. Mit 2000 Gold kann man ja schon schön planen. Ah, jetzt kann ich nochmal hier den Turm auch schon mal ein bisschen Schaden machen. Wo die nicht da sind, ist das ja ganz praktisch gewesen. So. Obwohl, ich bleib noch ein bisschen. Es kann ja nicht schaden. Bis 2450 bleibe ich mal. So, die Vasallen kriege ich auch gut. Ich bin ja auch schon Level 6. Boah, mache ich der 4 Schaden. Boah. Gleich sind die schon wieder tot. Na gut, aber ich auch. Obwohl die Kayle könnte mich eigentlich mal heilen. Oh, Nocturne, nein! Ah, puh. Oh, oh. Oh, Junge, ich schreie hier schon so.
Nein. Oh. Verdammt. Jetzt will ich eigentlich gerne zurückgehen. Boah. Nami, ey, komm, lass mich in Ruhe. Du hast zu viel Leben für mich. Unser Turm darf nicht großen Schaden bekommen. So, ich gehe mal zurück. 2600 Gold habe ich jetzt. Ich muss mir mal einen Vorteil verschaffen. Ich hole mir mal diese Schuhe. Was soll ich mir da? Hole ich mir mal das hier. Wie viel hat die? Was hat die für Wert? Oh, süß. Jetzt machen wir mal ein bisschen Damage. Ja, dann kämpf mal für dein Ziel. Ich kämpfe für mein Ziel. Na gut. Du bist ja mein Beschwörer-Teil hier. Champion. Ich bin dein Beschwörer. Boom, ahahaha. Das ist natürlich cool, sowas in den Chat zu schreiben, wenn man einen Kill gemacht hat oder so. Oh, der war schlecht, diese Attacke. Wie viele Vasallen hat eigentlich die gegnerische AD-Cap? 31. Oh, ja, das ist gut. Fuck. Wie konnte denn das jetzt passieren? SS. S. Nein! Oh, verdammt. Heil mich doch. Oh, nein. So. Nein, ich sterbe. Scheiße. Weil es geleckt hat. Hey, ich hab einen Kill gemacht. Lol. Ja, dafür killen die jetzt auch noch die. Sieht er recht? So. Naja. Wenn die weiter so ganken kommen. Jetzt ist erstmal dunkel. Ah, der ist da oben. Die haben mehr viel Schaden in ihrer Dunkelheit gemacht, muss ich schon sagen. Da hat sich die Ulti von dem richtig gelohnt. Das muss ich einmal erwähnen. Oh, warum lässt die mich denn nicht da durchgehen? Ist sie dumm. Shen Zhao, spring doch ran. Jawohl. Da war Nami auch schon wieder tot. Ja. Jetzt mal schön den Turm angreifen. Die machen hier da die Attacke. Ich zerstöre den Turm in der Zeit. Ja, Könige kommen und gehen. Deswegen töte ich jetzt einen König. Nämlich diesen Königsturm. Nein, das ist einfach nur ein äußerer Turm. Und jetzt rücken wir weiter vor.
Oh, ein Nocturne. Oh nein. So. Er möchte jetzt hier den Blue machen. Wo ist er? Ah, nein. Ha, Glück. Nein. Scheiße. Jetzt muss ich auch noch dran glauben. Nein, doch nicht. Ich dachte schon, ich müsste auch noch dran glauben. Ja, stimmt. Die könnte da jetzt... Nee, macht's aber nicht. Oh, oh, oh. Nein. Nidalee ist da auch noch in dem Bereich. Toll. Echt toll. Wow. Ey. Ey, nee. Warum kann die Nami denn... Junge, wie unfair das jetzt war. Nur weil die Nami die ihm geheilt hat. Ach, warum hilft mir denn auch keiner? Ja gut, ich hätte fliehen sollen, aber... Ich wollte für den Turm sterben. Boah, boah, diese Ulti, diese Ulti. Er ist unverwundbar, ich muss schnell kommen. Vielleicht kann ich noch helfen. Na, wahrscheinlich nicht. Mach sie fertig. Ich komme noch. Oh nein. Boah, was eine Scheiße. Ja gut, wenigstens, ja. Scheiße, waren die so stark? Nur weil diese dumme Nami ihre Kack-Ulti hatte, oder was? Egal, so, hier, Phantom-Dancer. Tänzer, Dancer, ist ja alles dasselbe. Ach, jetzt holt die wahrscheinlich auch noch mit Vasallen. Ja, scheiße, ich habe einen richtigen Farmnachteil bekommen. I do. They shut it all. Ja. Gleich mal hier die Golems machen, ne? Ja, schrei mal schön hier und mach die Golems. So, unser Turm ist weg, deren Turm ist weg. Ach, das ist doch scheiße. Ja, jeder hat seinen Preis. So, diese Vasallen hier, ne? Einfach zu viele. Und da war auch eine Nami irgendwo. Die habe ich doch gesehen. Die war... Hier war die gerade. Wahrscheinlich wollen die mich jetzt eh aus dem Busch überfallen. Ich geh mal hier rein. Nee. Ey, ich habe den Vasallen gar nicht bekommen. So. Boah, das ist natürlich gut, da jetzt alles zu warden und nichts hier. Lass uns Drachen machen. Na gut, wenn keiner kommt, geht das natürlich auch nicht.
Ja gut, wenigstens habe ich sie noch bekommen. Das wäre auch bitter, wenn nicht. Sie noch mal eine Ulti für einsetzen. Ich hätte sie auch früher einsetzen können, aber... Vielleicht kriegen wir jetzt den Turm. Xin Shao tankt den mal schön. Ja, Xin Shao, ne? Warum hast du den getankt? Nicht so gerade schlau, ne? Egal, ich mach mal diese Hexen, die hier wieder sind. Ein bisschen zum Hochheilen. Ist das ja mal ganz gut. Ja, wahrscheinlich kann ich das sogar mit vollem Leben beenden. Damit beinahe vollem Leben. Ja gut, mit vollem Leben. Stirb doch, oh. Komm, 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 komm. Jawohl. Oh, jetzt hat er einen Penta gemacht. Wäre schöner, wenn ich den Penta gemacht hätte, aber wenigstens kriegt er etwas zu sehen, na? Penta-Kill! Penta-Kill! Die alle ausrasten. Ja, das war dann mal eine schöne Wendung. Ein Pentakill aus dem Nichts, praktisch. Ey, nee. Ey, waren das... Nee, der hatte schon vorher 5 zu 2. Ja, ich schnapp mir mal unten die Vasallen. Ulti! Meine Vasallen! Ulti! Hey! Das waren meine Vasallen, ja? Damit das klar ist. So, einmal dieses Rad werfen und dann... Sollte ich die Wasser nicht bekommen haben, gehe ich zurück. So. Phantom-Dancer, ne? Masai, spring noch wieder rein und mach deinen Penta. So, was hole ich mir noch? Ja, Klinge der Unendlichkeit wäre mal nicht schlecht. Xin Shao. Rage Mode. Er wird's nicht schaffen. Ach doch. Spring doch ran. Schlecht. Schlecht. Ah. Oh. Dieser Skill. Holy Pizza, I survived. Pizza. Das muss ich jetzt irgendwie schreiben. Holy Pizza. Heilige Pizza, ich habe überlebt. Ist das schon so ein bisschen... Ah, triff mich nicht. Ey! Jetzt kann ich beinahe schon wieder zurückgehen. Aha! Hä? Wo ist denn der Xin Shao hin? Und der Master Yi, was? Ja, okay. Du hast eine Tristana im Busch. Wo
Wo ist die denn hin? Egal, dann mache ich hier dieses Monster. So komme ich dann auch mal zu leben wieder. Wenn die sterben, machen die immer Gramm. So, aber wir wollen ja hier wieder professionell weiterspielen und deswegen würde ich mal sagen, ich gehe auf die Top-Lane und push sie weiter, bis es nicht mehr zu pushen geht und alle Sachen zerstört sind. Ja, das ist der Plan. Jawohl. Ulti. Ey. Ey, nee. Und, oh. Ja, die war wohl kurz AFK, so wie es aussieht. Da ist eine Nami. Ich gehe auf der Top-Lane weiter pushen in der Zeit. Weil nämlich ich diesen Turm zerstört sehen möchte. Den hier. Stirb. Jawohl. Leg dich nicht mit Sylvie an. Und danke für dein Blue. Och nee. Jawohl. Ich dachte schon, ich bin tot. Oh, 15 Sekunden Abklingzeit noch. Oh, und da war er tot. Zwar nicht durch meine Bombe, aber... Ach, mach ihm Schaden. Er setzt seine Ulti gut ein, Kay. Ich will aber kein Zeuge der Wahrheit werden. Die haben jetzt aufgegeben und noch Master Yi getötet. So, das war dann mal eine gute Runde. Die Gegner waren feige, haben Pentakill reinbekommen, wir haben dominiert und das war es dann auch schon wieder. Bis nächste Woche, tschüss und macht es gut.